Bin mal am Zucken kurz, bevor ich schieße. Kann sich nur um Stunden handeln. Ich werde dem garantiert nicht zu nahe kommen. Aber knapp. Ja, ich muss. Oh Gott. Ist echt scheiße, ihn jetzt zu treffen. Ich sollte mich nicht verwunden. Sehr schön. Kurz warten, bis der Rauch weg ist. Ich meine, so ein Präzisionsgewehr macht auch wirklich nicht gerade wenig Schaden, ne? Trotzdem steckt er so viel weg. Frame Drop natürlich auch sofort. Geht sofort runter. Wegen dem Rauch. Wie konnte ich den ja jetzt nicht treffen? Ein Schuss nur noch. Scheiße. Wir haben ja direkt eine Munitionskiste um die Ecke. Die steht da natürlich ganz lustig rum, macht nichts. Und weiter geht's. Was hat mich jetzt hier so verwundet? Ja, ist klar. Da lag nichts und ich werd verwundet. Oder sicher eine Granate oder so, die ganz komisch lag. Das ist super lächerlich. Also Leon zu beschützen ist definitiv das leichtere Ende. Jetzt der ultimative Boss wahrscheinlich. Jetzt hat er so viel Leben. Trifft mich direkt und macht ultra viel Schaden. Das ist super unfair. Jawohl, er hat gesessen. Ja, hier ist viel Geduld gefragt. Ich werde dir nicht helfen, scheiß auf die. Ohne Mist, die macht eh nix. Obwohl, die heilt mich ab und zu mal. Nee. Ich kann sie wahrscheinlich wieder nicht aufheben. Ja. Ich warte, bis Leon jetzt immer in der Deckung ist, dann kommt er ja so kurz raus. Und dann können wir zuschlagen. Ich würde hier eigentlich gleich vorbeikommen. Wo bist du denn? Fliegen Granaten ohne Ende? Aber er ist nirgendwo zu sehen. Ja. Ja, jetzt sollt ihr aufpassen. Da wäre eine Granate. Der Schuss hat wenigstens gesessen. Ne, andere Seite. Wow, ich habe noch nie sowas Dämliches gesehen. Ich glaube, ich werde ja nur meine Granaten mehr holen, den versuchen zu treffen. Granate! Da wieder gesessen, sehr schön. Komm dem Tod ein bisschen näher. Voll. Treff den schon oft blind, das ist sehr gut. Ich denke, dass ich einen Schuss noch wegstecken kann. Da muss ich mein Spray nehmen. Dann läuft der im letzten Augenblick weg. Zack. Zack. Ah, der war knapp. Der war knapp. Yep. Der kommt gleich raus. Oh, hat sich ein Stück zur Seite bewegt. Letzter Schuss, ich hole besser mal Munition. Jawohl, wenn es hat einer getroffen. Was für ein nerviger Kampf. Wie kann man ihm nur so viel Leben geben? Sicher ist sicher, nehme mein Spray. Jetzt läuft er natürlich komplett aus dem Bild. Wow, komplett drüber. Der hat wieder gesessen.
Naja, komplett daneben. Wow. Fernkreuz direkt drauf trifft nicht. Ja, wie gesagt, wenn man das zu viert spielt, ist das natürlich kein Thema. Aber die KI, die macht ja hier natürlich nichts. Ich denke, zu viert geht das natürlich ziemlich leicht. Aber wir sind hier leider die Hände gebunden, weil Xbox Live irgendwie nicht funktionieren will, gerade mit dem Spiel. Menü? Kein Problem. Aber hier? Kipp doch bitte um. Ich frage mich, wie das verfehlt hat. Mal genau auf seinen Kopf. Voll. Ich dachte, ich könnte seinen Kopf treffen. Ich gehe mal den Granatenwerfer holen. Na klar, trifft er mich. Ne, ich werde mir das Kraut aufsparen. Oh, du mies, ne? Ja klar, ich bin in Deckung. Ne, ist unmöglich, da den zu treffen mit. Ah, getroffen. Unmöglich zu treffen, getroffen. Irgendwie wollte der gerade nicht schießen, obwohl er nachgeladen hat. Getroffen. Nicht getroffen. Volltreffer. Jetzt muss er aber auch weg. Kraut aufheben. Präzisionsgewehr. Sprayboy nicht. Klar, dass er mich trifft. Ich habe gerade die ganze Zeit verfehlt mit dem Granatenwerfer. Vorhin habe ich getroffen. Na komm schon raus. Boah, ich habe immer so Schiss, dass er mich trifft. Gar keine Munition mehr. Naja, wie ihr hier schon mal sehen könnt, alleine ist ein Ding der Unmöglichkeit, den zu besiegen. Aber ich werde es mal versuchen. Wirklich eine kleine Challenge, muss ich sagen. Oh mein Gott, da hat sich das Ding bewegt. Ich will nicht, dass der mich trifft, deshalb bin ich so über. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott, yes! Loyalisten, schauen wir mal kurz rein. Folgen Sie Ihrem Befehl ohne Wenn und Aber. Wow. Geht doch. Zentrale, der Kopf ist tot. Gut, beendet den Job und bringt uns das Mädchen. Verstanden. Du kommst mit uns. Claire, ich will nicht gehen. Nein. Sorry, wir haben Befehle. Wow, sie hat sogar Claire getötet. Okay, und das ist das Ende. Ha. Okay, Resident Evil 4 macht damit keinen Sinn. Und alle Teile, die danach kommen. Ich glaube, der Spiel spielt irgendwie zwischen 2 und 3 so die Ecke. Da, wo Raccoon City bombardiert wurde und so. Leon tot. Resident Evil 4 hat nie existiert. Ich glaube, Claire kam in gar kein Spiel mehr vor, so wirklich danach. Hm. Naja, beide Enden sind ziemlich komisch. Aber ich würde mal sagen, Leon zu beschützen ist erstens einfacher und zweitens kriegt man das leicht bessere Ende, weil die sich an Umbrella rächen wollen. Weil Umbrella hat die ja komplett hintergangen. Also das ist schon mal eine ziemlich geile Sache. Na, ich sag's mal so. Das Spiel wurde ja nicht direkt von Capcom entwickelt. Capcom bringt das Spiel ja nur raus, ne? Weil Resident Evil gehört ja Capcom. Wurde ja entwickelt von einem ganz anderen Studio. Und deshalb hat es wahrscheinlich nicht dieselbe Qualität, wie wir es von einem Resident Evil, normalen Resident Evil Teil gewohnt sind. Wenn man das jetzt mal mit 5 vergleicht, ne, dann ist das schon, wow, eine extreme Zurückstufung.
Oh, und ich habe ein paar Kommentare gesehen im unter meinen Videos, in den Resident Evil Videos, die sagen, dass das Resident Evil 6 ist. Das ist nicht Resident Evil 6, das ist nur so ein kleines Zwischending. Sowas wie Left 4 Dead ungefähr, nur so, würde ich sagen, nennt man das nochmal. So ein Spin-off kann man eigentlich sagen, von dem eigentlichen Resident Evil. Resident Evil 6 wird dieses Jahr noch erscheinen, falls es nicht delayed wird. Aber freue mich auch schon riesig drauf. Auch der Produzent von Capcom hat gesagt, also von Resident Evil, die gehen weg von dem Survival-Horror, gehen mehr zu dem action-orientierten Zeug hin. Es ist Zeit für die Resident Evil-Serie mal ein bisschen voranzuschreiten. So waren seine Worte. Naja, aber heutzutage ist halt alles so action-orientiert, ne? Man hat die typischen Call of Duties, Battlefields, etc. etc. Alles nur First-Person-Shooter. Damals war alles sehr viel Action-Adventure. Und das ist auch ein Grund, warum ich mich so auf Darksiders 2 freue. Supergeiles Action-Adventure. Coole Story. Ist mir egal. Capcom Entertainment Europe. Alles schon eine coole Sache, das Spiel. Ganz okay. Wie gesagt, am Anfang habe ich es ja schon gesagt von den Videos. Wird definitiv noch eine kleine Review zusammen basteln. Bisschen was über das Spiel erzählen, weil ihr euch ja nicht sicher wart. Und dann könnt ihr hoffentlich besser entscheiden. Mein Gott, riesige Credits. Ich glaube, die gingen letztens schon über 10 Minuten. Just Cause. Spiel war auch gut. Aber nur jetzt weiter. Die japanische Sprachausgabe muss ja brutal gewesen sein. Die Japaner legen sich da nämlich immer übelst ins Zeug. Wow. French, Italian, German, Spanish, Russian, Polish und Dutch. Goldtooth Creative. Es ist absolut krass, wie viele Studios daran irgendwie gearbeitet haben, ne? Also es ist sicher ein großes Studio, was von Capcom den Auftrag bekommen hat, das Spiel zu entwickeln. Aber die haben sich tatsächlich Hilfe von anderen Studios wahrscheinlich geholt. Ich weiß nicht, es ist so, als ob Capcom Geld bräuchte. So richtig so, ey, wir brauchen ein Spiel, mach das mal fertig. Echt merkwürdig sowas. Und haben einfach so rausgeklatscht irgendwie. Aber damit will ich ja nicht sagen, dass das Spiel schlecht ist. Nur es ist wirklich sehr komisch. Capcom ist in der letzten Zeit sowieso... Ich sollte mal mit was Frischem irgendwie kommen. Motion Capturing. Das muss lustig sein. In diesem Anzug zu sein, da kriegt man diese komischen Dinger da drauf gepappt. Diese, keine Ahnung, wie die heißen eigentlich.
Sieht aus wie Glühbirnen. Überall Kameras und dann kann man loslegen. Muss schon ziemlich geil sein. Das war's. Mission abgeschlossen. Rang B. Wow. Kills A. Tode S. Einmal nur verreckt, glaube ich. Yep. War eigentlich unnötig. 30 Minuten waren vorgegeben. Ich habe es in 39 abgeschlossen. Wow. Ich dachte, das geht ein bisschen länger. Ordentliche Erfahrung nochmal. Schön aufleveln. Yep. Okay, ich denke, wir werden jetzt direkt ins Menü geworfen. Ja, hier können wir nochmal neu anfangen. Okay, jetzt habt ihr sogar das andere Ende von Operation Raccoon City gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, hilft mir immer wirklich sehr. Abonniert für die neuesten Let's Plays der aktuellen Spiele. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut! Cool.